Da wir drei Quellen haben in unserer Schaltung, brauchen wir drei Schritte. Wir werden also drei Teilströme bestimmen. Schritt Nummer 1. Wir bestimmen den I11 und die Indizierung dieses Stromes setzt sich zusammen aus I1, also wir suchen den Strom I1 herrührend von der Quelle 1. Das war der Grund, weswegen ich die Quellen durchnummeriert habe. Also I11 kommt mit UQ1 ein und entsprechend ist IQ2 und UQ3, die sind beide aus. Die Schaltung, die dann entsteht, sieht so aus. Wir haben hier die Quelle UQ1, wir haben hier unseren Widerstand R1. Jetzt fließt hier unser Strom I11. So, das war unser R2. So, die Stromquelle war abgeschaltet. Aus diesem Grund bekommt sie hier ihren Leerlauf, also IQ2 ist gleich 0. Und hier haben wir unseren Widerstand R3. So, hier ist unsere Spannungsquelle UQ3, aber auch die haben wir abgeschaltet. Deswegen wird UQ3 hier auch gleich 0. Das Ganze kann man etwas freundlicher darstellen, um zu sehen, was hier eigentlich passiert. Und wir machen das so, dass wir dann die Quellen ganz nach links nehmen und das so darstellen, den R1 kann ich hier darstellen. So, durch R1 fließt ja unser I11. So, dann sehen wir, spaltet sich unser I11 auf in unseren I2 und unseren I3. Also, wenn das jetzt hier I2 ist, der muss durch R2. Durch die Stromquelle fließt nichts, weil hier ist ja ein Leerlauf. Und dieser Zweig ist jetzt I3. Die I3 hatten wir so rum orientiert. Das ist dann hier R3. Und wir R3 ist das bei uns. Und wir sehen, dass UQ3 kurzgeschlossen ist, also brauchen wir das gar nicht mitzuzeichnen. Und die Schaltung sieht so aus. Das ist UQ1. Der gesuchte Strom befindet sich also hier. Ja, wie bestimmen wir den Strom? Das ist recht leicht, wie man sieht. I11 ist gleich mithilfe des Ohmschen Gesetzes die hier anliegende Spannung, ist UQ1. UQ1 geteilt durch R1. Plus die Parallelschaltung R2 und R3. So, wir setzen alle Werte ein. Das ist also 69,2 Volt durch 174,8 Ohm. Und es ergibt sich ein Strom von 0,3959 Ampere. Damit haben wir den ersten Schritt bereits erledigt. Wir gehen zum zweiten Schritt. Der zweite Schritt. Wir suchen jetzt I12, also der Strom herrührend von der Quelle 2, also mit IQ2 ein. Und entsprechend ist UQ1 und UQ3 aus. Die Schaltung, die sich dann ergibt, sieht so aus. R1 ist natürlich noch da. Jetzt ist hier im mittleren Zweig alles intakt, wie in der Originalschaltung. Das ist hier also IQ2, treibt einen Strom von 4 Ampere. Und das ist hier R3. Und hier haben wir die Spannungsquelle abgeschaltet. So, die abgeschalteten Spannungsquellen kennzeichnen wir wieder dadurch, dass UQ1 gleich 0 ist und hier ist UQ3 gleich 0. Das Ganze können wir wieder umzeichnen, um das etwas
deutlicher zu machen. So, und in diesem Fall können wir jetzt die Quelle hier ganz nach außen rücken. Wir suchen also den Strom I1,2, den finden wir hier. Und wir sagen also, I1,2 fließt durch R römisch 1 und zwar in dieser Richtung. Das ist I1,2, den wir suchen. So, und jetzt sehen wir, dass, wenn wir jetzt hier meinetwegen den Potentialpunkt 1 und hier den Potentialpunkt 2 einfügen, dann liegt R römisch 2 zwischen 1 und 2, dann liegt IQ2 zwischen 1 und 2 und dann liegt aber auch R3 zwischen 1 und 2. Also können wir die Position von IQ2 und R3 tauschen. Ja, das ist immer noch 1 und das ist 2. Dann nehmen wir also hier R römisch 2 hin. Hier nehmen wir R römisch 3 hin und wir schieben einfach unsere Stromquelle IQ2 hier nach außen. Ja, wir sehen, wir haben nichts verändert schaltungsmäßig. Alle Elemente sind nach wie vor hier parallel, wie auch in der Ausgangsschaltung. So, warum haben wir das gemacht? Weil wir jetzt diese beiden Widerstände hier einfach zusammenfassen können zu einem Widerstand, das ist R römisch 2 parallel R römisch 3. So, R römisch 2 war 82 Ohm und R römisch 3 war 235 Ohm. So, und wenn wir die beiden parallel rechnen, kommen wir auf einen, den habe ich hier mal RB genannt, 60,79 Ohm. So, mit diesem 60,79 Ohm können wir das Ganze nochmal umzeichnen. Das ist jetzt also Blatt 2, kommen wir jetzt auf Blatt 3. Ja, wir gehen von dieser Schaltung aus, haben hier immer noch unseren R1. Hier fließt also unser gesuchter I1,2 lang. Das ist jetzt hier unser RB und hier haben wir ja unsere Stromquelle IQ2. So, warum habe ich das jetzt so zusammengefasst? Weil wir hier einfach jetzt einen Stromteiler aufstellen können. Ja, und wir sehen, IQ2 fließt ja auch hier rein, teilt sich auf in IQ1,2 und den Strom durch den Widerstand RB. Hier können wir den Stromteiler einfach benutzen und der Stromteiler sagt ja Teilstrom zum Gesamtstrom. So, jetzt muss man aufpassen. Wir sehen, dass Teilstrom und Gesamtstrom nicht die gleiche Richtung haben. Deswegen müssen wir schreiben minus Teilstrom zum Gesamtstrom. Das ist IQ2. Wie der nicht vom Teilstrom durchflossene Widerstand. Das ist hier bei uns RB. Durch den Ringwiderstand, also eine Runde rum. Das ist also R1 plus RB. Das Ganze formen wir um und setzen ein und erhalten dann I1,2 ist gleich minus 1,391 Ampere. Wenn es mit dem Stromteiler noch Probleme gibt, da wird noch ein Video folgen, falls das nicht klar ist, wo der Stromteiler jetzt herkommt. Das finden Sie aber im Grunde genommen in jedem Buch. Jetzt haben wir die zweite Stromquelle oder die zweite Quelle abgearbeitet. Es bleibt genau noch eine Quelle übrig. Wir hatten drei Quellen in der Schaltung, die wir analysieren wollten. Und mit der dritten Quelle ermitteln wir I1,3, also wir sind immer noch auf I1. Jetzt kommt I1,3 allerdings mit UQ3 ein und dabei ist dann IQ2 und UQ1 ausgeschaltet. Wie sieht die Schaltung aus, wenn wir dieses tun? Da haben wir hier wieder unseren R römisch 1, dann haben wir den Mittelzweig wieder mit abgeschalteter Stromquelle. Und jetzt ist aber im rechten Zweig unsere Spannungsquelle noch
eingeschaltet. Und da haben wir hier also UQ3. So sieht das aus. Gucken wir uns noch an, was mit den abgeschalteten Quellen wird. UQ1 ist eine Spannungsquelle, die wird also auf 0 gesetzt. Hier ist die Spannung 0, das ist ein Kurzschluss. Hier bei der IQ2, das war eine Stromquelle, die schalten wir dadurch ab, dass wir diese Stromquelle auf Leerlauf schalten. Und wir suchen wieder diesen Strom hier, das ist I13 jetzt. So, auch diese Schaltung können wir umzeichnen, dass es angenehmer wird zu rechnen. Und zwar eliminieren wir oder setzen die Spannungsquelle UQ3 hier mal ganz nach rechts. Und alle Widerstände setzen wir nach links. Ja, wir sehen hier geht die Plusverbindung an R römisch 3. So, und daran schließt sich an jetzt hier einmal R römisch 1. So, und I13 fließt ja hier, das ist unser gesuchter Strom, das dürfen wir nicht vergessen, warum machen wir das alles? Und der mittlere Zweig, da bleibt nur noch R römisch 2 übrig. So, die Spannung UQ1 ist jetzt hier also ein Kurzschluss, ist nicht vorhanden. So, und das Ganze geht hier zurück an unseren Minuspol von UQ3. So, wir suchen diesen Strom hier. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich mache das hier wie folgt. Ich fasse diese beiden Widerstände zusammen. Das ist ja eine Parallelschaltung. Das ist also R römisch 1 parallel R römisch 2. Ich sage, das ist RA. Und wenn wir den ausrechnen, bekommen wir 47,69 Ohm raus. Und jetzt habe ich hier einfach einen Spannungsteiler, weil ja RA ist ja der Strom, der von beiden Widerständen ist ja der Widerstand, der vom gemeinsamen Strom aus UQ3 durchflossen wird. Also kann ich jetzt hier zwischen RA und R3 den Spannungsteiler aufstellen. Und das ist also, ja, das nenne ich dann auch die Spannung UA konsequenterweise. Der Spannungsteiler ist also UA zu UQ3. Teilspannung zur Gesamtspannung wie Teilwiderstand, das ist jetzt unser RA zum Gesamtwiderstand, das ist R3 plus RA, so das Ganze formen wir um nach UA und dann steht hier UQ3 mal RA durch R3 plus RA. So, dann setzen wir alles ein und wir erhalten UA mit 4,049 Volt. So, und jetzt haben wir also hier diese Spannung, Vergleich Kurzübung K9, den Strom I13 kriegen wir jetzt raus über das Ohmsche Gesetz. Und das ist also minus UA, weil der Strom in die entgegen, also UA fließt hier lang und I13 ist aber in diese Richtung orientiert, deswegen ist das minus UA durch R römisch 1 und damit wird I13 gleich minus 35,52 mA. Damit sind wir im Grunde genommen fertig. Jetzt kommt allerdings der allerletzte Schritt. Ja, wir haben drei Quellen einzeln betrachtet. Jetzt kommt der entscheidende Schritt. Jetzt kommt die eigentliche Superposition. Das waren ja nur die Teilwirkungen der drei Quellen. Also der finale Schritt. Vorzeichenbehaftete Addition aller Teilwirkungen, in diesem Fall aller Teilströme. Und das ist also I1 ist jetzt I11 plus I12 plus I13. So, I1 war 0,3959 Ampere,
I2 war, 1,2 war negativ, minus 1,391 Ampere und I13 hatten wir eben gerade ausgerechnet, war 35,52 Milliampere. Dann alles zusammen ist minus 1,031 Ampere. Dieser Strom fließt also in der Schaltung durch unseren Widerstand R römisch 1. Das war dieser hier, das war I1, oder wenn wir ganz zurückgehen in die Ausgangsschaltung, das war I1. Dieser Strom beträgt also minus 1,031. Also minus bedeutet, der Strom fließt in Wirklichkeit in diese Richtung.